herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Letzte Woche Mittwoch habe ich mir Ersatzreifen im Internet bestellt. Und so demoliert, wie das Paket hier aussieht, frage ich mich, kam meine Lieferung unbeschädigt an? Das werden wir jetzt herausfinden, also bleibt dran. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Bevor ich dieses Paket öffne, noch einmal der Hinweis, wie bei jedem Paketöffnen-Video, hier ist meine Adresse. Hier könnt ihr mir gerne Fanpost, Fanpakete und ähnliches schicken. Den Absender habe ich fachmännisch zensiert, obwohl das jetzt in diesem Fall nicht nötig gewesen wäre, weil ich das bei einer Firma bestellt habe und keine Privatperson mir etwas geschickt hat. Aber ich dachte, ich mache das einfach mal. Jetzt schauen wir uns mal das beschädigte Paket an. Da drehe ich den mal ein bisschen. So, jetzt habt ihr mal einen Einblick, wie beschädigt das Paket ist. Hier ist sogar ein schönes Loch. Also da konnte ich schon ein bisschen reingucken. Und jetzt wird das Paket geöffnet. Aber das war echt eine Tortur, bis ich dieses Paket endlich in den Händen halten konnte. Am Mittwoch bestellt, als Wunschzustellungstag hatte ich Samstag angegeben, den 3. August. Da wurde es fehlgeleitet, dann sollte es am Montag kommen, also gestern. Und da wurde das Paket beschädigt. Dann bekam ich eine E-Mail, dass das Paket wieder zurückgeschickt wird an den Absender, aber dem ist doch nicht so gewesen. Heute Mittag zufällig in mein E-Mail-Postfach nachgeguckt und da stand dann Lieferung zwischen 14.30 Uhr und 16 Uhr. Also Dinge im Internet zu bestellen ist echt eine Tortur für mich. Ich habe fast jedes Mal Pech. So. Aber nun die Frage, kam meine Ersatzreifen unbeschädigt an? So, das hier ist der Ersatzreifen. Oh, das Paket lebt noch. So wie es aussieht, ist alles unbeschädigt geblieben. Aber schöner Reifen. Und ich glaube, ich habe auch sogar den richtigen bestellt für meinen Bollerwagen. Deswegen auch die relativ kleinen Reifen, falls ihr dachtet, ich hätte einen großen Reifen bestellt. Mein Wagen hat ja nur diese Reifen hier. Luft hat er auch drin. Sehr schön. So, das war Reifen Nummer 1. Aber es gibt ja noch einen zweiten Ersatzreifen. Denn ich habe ja auf beide Vorderreifen einen schönen Platten. So. Ja, der Reifen ist auch gut. Also auf jeden Fall, Ersatzreifen sind top. Ich glaube, an dieser Stelle werde ich jetzt auch das Video beenden. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Video unterhalten und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.